David! David! Hä? David! Ich hab jetzt richtig zielen gelernt, guck mal! Willst du mich so treffen? Wir Film, Digga! Mein Name ist Konstantin und heute werden wir einen Ninja entdecken. Wir müssen ganz genau aufpassen, wo man danach sucht. Die Ninjas sind, wie man weiß, normalerweise nur in solchen Gegenden hier anzutreffen. Man muss auf bestimmte Merkmale achten. Sandwege zum Beispiel, perfekt für die Ninjas. Wenn man hier sieht, die Spuren von den Ninja, perfekt hochgewischt. Der Sand riecht nach deren Staub. Aber wenn wir jetzt weitergehen, werden wir bestimmt weitere Merkmale von einem Ninja sehen. Es ist einfach nur unglaublich. Normalerweise tarnt sich der Ninja, er ist ein perfekter Tarner. Das ist, oh hier, da sehen Sie. Das ist was ganz Normales von einem Ninja. Ganz normale Ninja-Zigaretten. Er braucht diese Zigaretten zum Überleben. Normalerweise legt er diese Zigaretten nur in seinem Ort, wo er sich in der Nähe versteckt. Also kann es sein, dass wir jeden Moment einen Ninja irgendwo begegnen. Man weiß es noch nicht. Boah, Alter. Hä? Weißt du was? Was? Du stinkst. Ich weiß, es war eine lange Nacht gestern. Digga, das riecht eher nach einer langen Woche. Ja, eine verdammt lange Woche und so ein Scheiß. Das war auch eine lange Woche. Total ab. Wir filmen, Digga! Ach ja, Rainer. Ey! Ja. Weißt du, was David über dich gesagt hat? Ja. Dass du Popel frisst. Was wird er als nächstes tun? Das ist eine sehr spannende Geschichte. Und ich glaube, wir haben ihn ernst gemacht. Gehen wir einen Schritt zurück. Was hat er da entdeckt? Er schaut doch ständig vor. Was hat er entdeckt? Es sieht aus, als würde er es nicht garen. Ich glaube... So, jetzt wollen wir weiter gucken. Wir haben diese Ninja-Zigaretten gehabt. Wir nehmen sie vorsichtig mit. Das ist nämlich eine sehr gute Attrappe für so einen Ninja. Und hier, was haben wir hier? Ein brauner Ipecac-Stock für einen Ninja. Oh mein Gott, das ist etwas sehr Seltenes. Wir können damit perfekt die Ninjas finden. Das ist wie eine Kombination. So, wollen wir mal gucken. Und ich... Ich glaube, wir haben einen gefunden. Das ist ein blauer Ninja. Okay. Er will herausfinden, was es ist. Oh. Ich bin ganz sprachlos von diesem Phänomen. Er will die einzigen, die das je zu Gesicht bekommen. Flatter mehr. Flatter. Ich will aber auch gleich mal. Kannst du gleich? Ja. Du ja! Du ja!